Sehr geehrte Frau Sandig, auch wenn der Rahmen Corona-bedingt etwas ungewöhnlich ausfällt, so freue ich mich doch sehr, dass wir Ihnen zumindest auf diesem Weg unsere Wertschätzung zukommen lassen können und Sie für das kommende Jahr als Dozentin unserer Universität sehr herzlich begrüßen dürfen. In der nunmehr 10. Auflage wird die Thomas Kling gewürdigte Poetik-Dozentur in diesem Jahr vergeben und der Blick zurück offenbart eine hochkarätige Auswahl an LyrikerInnen und LiteratInnen, die diese Dozentur durch ihre Lehrveranstaltungen in den letzten Jahren mit Leben gefüllt haben. Nicht ohne Stolz darf man 10 Jahre nach der ersten Verleihung sagen, dass die Thomas Kling Poetik-Dozentur zu einer bewährten und ihrer Machart nach dennoch auch weiterhin sehr besonderen Institution der Verbindung und Vermittlung von literarischer Praxis und akademischer Wissenschaft geworden ist. Ein Brückenschlag, der die Analyse sprachlicher Schöpfung greifbarer und wissenschaftlich zugänglicher macht und Sie durch das unmittelbare Gespräch mit AutorInnen durch den Einblick in Entstehungs- und Ausformungsprozesse literarischer Formen gleichsam erdet. Mein großer Dank gilt an dieser Stelle dem Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft und ganz besonders der überaus geschätzten Kollegin Professorin Kerstin Stüssel, aber auch der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, die es möglich machen, dass diese spannende Verbindung nach der Zwangspause im vergangenen Jahr nun ihre Fortsetzung findet. Es freut mich außerordentlich, dass es anlässlich zu diesem ersten runden Jubiläum gelungen ist, in Ihnen, sehr geehrte Frau Sandig, eine mehr als würdige Trägerin der Dozentur zu gewinnen. Würdig nicht nur deshalb, weil Sie sich in den letzten Jahren durch Ihre Gedicht- und Erzählbände, Poetry-Alben und vor allem das viel beachtete und hochgelobte Romandebüt im Jahr 2018 einen Namen gemacht haben und Ihre Arbeit immer wieder mit Lyrik- und Literaturpreisen prämiert wurde, sondern auch deshalb, weil Sie sich dabei als jederzeit anregende Innovatorin gezeigt haben. Durch das Schaffen eingängiger, lebendiger und fantasievoller Sprachbilder. Noch mehr aber durch das lustvolle Überschreiten und Verwischen der klassischen Grenzen sprachlicher Darstellungsformen. Zwischen Lyrik und Prosa, zwischen textueller Ausarbeitung und Performance, zwischen artikulierter Sprache und musikalischem Klang. Ihre Arbeit ist insofern selbst der sprachgewordene methodische und perspektivische Brückenschlag und lädt damit zu einem offenen und unverstellten Blick und auch zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung geradezu ein. Damit sind Sie, Frau Sandig, prädestiniert, die Erfolgsgeschichte dieser Dozentur um ein weiteres Kapitel fortzuschreiben. Die werden Sie, da habe ich überhaupt keinen Zweifel, Ihren eigenen unverwechselbaren Stil einprägen. Herzlich willkommen an der Universität Bonn. Ja, vielen herzlichen Dank. Liebe Ulrike Almuth-Sandig, sehr geehrter Herr Dekan, lieber Herr Fechners-Marsli, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie hier vom Festsaal der Universität aus sehr herzlich und ich darf Ihnen verraten, dass ich mich ganz besonders freue, hier heute stehen zu dürfen. Denn die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität war auch einmal, anno dazu mal, meine Uni. Hier habe ich Kunstgeschichte, Geschichte aller Art, von alter bis neuerer Geschichte und Erziehungswissenschaften studiert
Und drüben unten in der Aula wurde mir dann nach einer Weile auch die Promotionsurkunde feierlich überreicht. Meine Laufbahn galt dann allerdings nicht der Wissenschaft, sondern mehr den Kulturinstitutionen und den Kulturstiftungen. Aber das ist vielleicht auch heute ein Glück, denn so darf ich als Generalsekretärin der Kunststiftung NRW etwas für meine alte, geliebte Alma Mater tun. Denn die Kunststiftung NRW hat vor nunmehr 10 Jahren die Thomas Kling Poetikdozentur gestiftet. Heute tritt Ulrike Almuth-Sandig als 10. Poetikdozentin ihr Amt an. Leider können wir dieses Ereignis, wie so viele andere, nicht im gewohnten feierlichen Rahmen begehen, sondern müssen es in eine neue Form der Amtseinführung fassen. Aber Veränderungen bieten auch immer Chancen. Und so hat Ulrike Almuth-Sandig ein neues Format für ihren ersten Auftritt hier in Bonn geschaffen. Ist es ein Glücksfall oder ist es vielleicht sogar weise Voraussicht, dass ausgerechnet sie in dieser Zeit der Pandemie auf diese Dozentur berufen wurde? Denn Ulrike Almuth-Sandig bewegt sich schon lange künstlerisch im digitalen Raum. Als multimediale Performerin, preisgekrönte Lyrikerin, Autorin von Romanen und Erzählungen, Musikerin in der Poetry Band Landschaft und Autorin von Poetry-Filmen arbeitet sie eng mit Komponistinnen und FilmemacherInnen zusammen. Dabei überschreitet sie permanent alle Grenzen der Genres und der Medien. Als wir, das heißt die Kunststiftung NRW und die Universität Bonn, vor 10 Jahren die Thomas Kling Poetikdozentur gründeten, ließen wir uns vor allem von 2 Überlegungen leiten. Erstens, die Thomas Kling Poetikdozentur sollte sich von anderen insofern unterscheiden, als die DozentInnen hier in Bonn im direkten Kontakt mit Studierenden ihre künstlerische Arbeit beleuchten. Sie diskutieren und erproben ihre poetologischen Ansätze im kreativen Austausch mit jungen, wissenschaftlich arbeitenden Menschen. Ziel dabei war und ist es, an der Institution Universität einen Raum zu schaffen, der freiere Denkbewegungen und ästhetische Erfahrungen außerhalb der strengen akademischen Lehre ermöglicht. Und zweitens sollte und soll der Dichter Thomas Kling mit dieser Dozentur natürlich auch geehrt werden. Denn Thomas Kling war im Rheinland verwurzelt. Er lebte und arbeitete bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2005 mit nur 46 Jahren auf der Raketenstation Homburg bei Neuss, unweit von Düsseldorf, Köln und natürlich auch nicht weit von hier, von Bonn. Mit seinen Texten und Auftritten hat er die deutsche Gegenwartslyrik revolutioniert. Sein Werk wird gerade in einer umfangreichen 4-bändigen Ausgabe, die die Kunststiftung auch mit einem sehr hohen Betrag unterstützt, neu entdeckt und gefeiert. Die Thomas Kling Poetikdozentur beginnt in diesem Jahr mit einer Auftaktveranstaltung in Form einer Vorlesung. Es folgen Seminare, in denen die Studierenden selber literarisch kreativ werden können. Ulrike Almuth-Sandig hat sich vorgenommen, mit den Teilnehmenden auf die Suche nach einem eigenen, unverwechselbaren Ton im Gedicht, das war ein Zitat, zu gehen. Gemeinsam werden im literarischen Werkstattseminar Texte der Teilnehmenden gelesen und diskutiert. Und es geht um die Schnittstellen der Dichtung mit anderen Rezeptionsräumen, wie zum Beispiel der Vertonung, der Kunst im öffentlichen Raum und der Verfilmung. Und im Verlauf des Seminars sollen diese Ideen für eine poetische Intervention umgearbeitet und im öffentlichen Raum dann gezeigt werden, hier in der Stadt Bonn, wenn es dann hoffentlich möglich wird.
Doch nun freuen wir uns auf Ulrike Sandigs Antrittsvorlesung in Form einer filmischen Lecture-Performance mit dem Titel Open Arms über Hörbarkeit und Sichtbarkeit von Dichtung in der Gegenwart. Der Titel stammt aus einem Gedicht, das den Rettungsschiffen auf dem Mittelmeer gewidmet ist. Folge den Aufforderungen, nimm teil. Sei Teil eines Rauschens, sei hörbare Regung im Sendegebiet. Im Anschluss führt Thomas Fechners-Marsli mit der Autorin ein Gespräch über ihre Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Firmenich. Sehr gerne, sehr gerne. Okay, hast du das jetzt? Bin ich zu sehen? Ja. Bin ich zu hören? Ja. Was ist denn da eigentlich so für eine Klickzahl zu erwarten? Wer guckt sich das überhaupt an, wenn ich über sowas Absurdes wie Gedichte nachdenke? Die menschlichste und unweltlichste der Künste, auch noch die eigenen. Und vor allem, kann man davon leben? Nein, darum geht's nicht, liebe Freunde und Freundinnen der Dichtung. Das ist kein Video über Kapitalismus und Kultursubvention, Nachfrage und Buchpreisbindung. Das ist ein Video über die Hörbarkeit und Sichtbarkeit von Dichtung in der Gegenwart, an meinem Beispiel. Also, holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen durch. Hier seht ihr mich in einer meiner Lieblingsposen, habe ich in Vorbereitung auf dieses Video festgestellt. Das habe ich immer wieder gemacht auf der Bühne, hier oder da, das kann man auch variieren. Woran denkt ihr, wenn ihr mich so stehen seht? An die Geste eines »Ich weiß es ja auch nicht«? An einen Kormoran beim Trocknen der Federn? Oder an Empörung? An den Schlusssegen eines Pfarrers vielleicht? Ich bin wie Thomas Kling, dem Namensgeber dieser Poetikdozentur, dem Bücher auf- und zuschlagen in der Branche des Pfarrbetriebs, Zitat, und eben dessen Tradition und Möglichkeiten von Mündlichkeit und Schrift treu geblieben. Der nämlich der populär, das ist jetzt Kling, zielsicher gesetzten Wendung und der Beibehaltung einer gewissen Hochgestochenheit. Pfarrers Kinder, Lehrers Vieh. Das ist aber nur die halbe falsche Fährte, denn ich bin nicht mein Text. Das ist jetzt natürlich ein Allgemeinplatz, aber gegen den kann man sich nicht oft genug stellen, weil er nämlich vor allem Dichterinnen entgegengebracht wird. Also, Frau... Plus Gedicht ist gleich zart, emotional, autobiografisch, unpolitisch, nicht zu vergessen, und irgendwie immer Tochter von, Schülerin von, Nachfolgerin von, in die Fußstapfen Treterin von einem männlichen Original. Und auch das ist ziemlich genau die halbe Wahrheit. Denn ich bin nicht mein Text, aber ich mag es, den Unterschied zwischen mir und dem Text auszuloten und ein bisschen damit zu arbeiten. Meine Freunde, versteht mich nicht falsch. Wir kennen uns nicht. Ich kenne mich doch selbst nicht. Ich stehe morgens auf und weiß nicht, bin ich es? Almut, Ulrike. Wer war dieses Kind unterm Rock seiner Mutter? Ich bin die Mutter.
Ich bin die Tochter. Ich bin der Schatten zum sich drunter verstecken. Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Ich bin die Landschaft. Ich bin die Jägerin auf freier Flur. Befinde mich auf dem Hochstand am Waldrand und zähle die Rehe im Feld. Freunde, seht ihr mein kurz geschnittenes Haar? Ich lasse es flattern im Winde. Ich bin ein Text, der zum Ende hin ausfranst. Ein Stück nur von einem Soldaten, seine Brauen, die Waden oder sein Galgenhumor, den er schließlich verlor, als er den Schießbefehl an eine klägliche Reihe zu junger Soldaten nicht erteilte, weil in der noch kläglicheren Reihe vor ihm eine Schwangere stand. Ich bin die Schwangere. Ich bin die Reihe von 13 Gewehren. Ich bin ein Kriegsverräterprozess. Ich bin kein artiges Kind, das darf nur heimlich lösen sein Haar und lassen es flattern im Wind. Ich bin ein Pfand, der spinnerte Wind, das himmlische Kind. Und ich drehe mich um einen Turm mit hohem Balkone, auf dem eine Frau steht und still und heimlich ihr Haar löst. Aber nein, diese Frau bin ich nicht. Bin ich doch? Will ich nie wieder sein. Meine Freunde, versteht. So, wenn wir davon ausgehen, dass erstens der literarische Text sehr wohl von meinen außer- und innersprachlichen Erfahrungen ausgeht, also meiner Familiengeschichte, dass ich mich als Kind immer unterm Rock meiner Mutter versteckt habe, der militärischen Karriere meines Großvaters, meiner Leseerfahrung von Annette von Droste-Hülshoff, von der ich hier ein paar Zeilen geklaut habe. Und zweitens, dass der literarische Text aber gar nicht identisch mit seiner Autorin sein kann, weil er aus Sprache besteht, die viel älter ist als die Autorin selbst, älter als die ältesten Schafe, aber dazu kommen wir noch. Dann dürfen wir fragen, was kommt denn noch ins Gedicht, außer erstens mir selbst? Und zweitens, der Kulturgeschichte meiner Sprache. Also mal so anthropozentristisch formuliert, worin besteht der Körper des Gedichts? Denn wir sind uns ja wohl einig, Sichtbarkeit und Hörbarkeit sind körperliche Eigenschaften des Gedichtes. Wenn ihr, Freunde und Freundinnen der Dichtung, das Gedicht nicht hört, dann ist es auch nicht hörbar. Wenn ihr das Gedicht nicht seht, dann ist es auch nicht sichtbar. Das kommt einer Abwesenheit des Gedichtes gleich. Also, das Gedicht gibt es nicht ohne euch, die Lesenden und Hörenden. Also, es findet eigentlich nicht auf dem Papier statt. Sowieso ist die Entwicklung des Buchdrucks deutlich jünger als das Gedicht selbst. Aber das Papier kann Ausgangspunkt sein. Partitur. Das seht ihr hier ganz deutlich auf diesem Gedicht. Das ist das Gedicht, was ich gerade gelesen habe. Und ihr seht, ich habe hier Vertonungsmarkierungen gemacht oder Betonungsmarkierungen gemacht. Aber die Sprache selbst, der Text selbst, ist hier Partitur. Aber das ist nicht mehr als die zweidimensionale Grundlage für das eigentliche Gedicht in seiner Vierdimensionalität. Also Partitur nicht nur für den Vortrag, sondern für den Vorgang des Gedichtes. Gedicht als Aktion, Happening oder Event,
mal frei nach Thomas Kling gesprochen, aber das kann man und will ich heute so nicht mehr sagen, denn alles ist ja irgendwie Event, das ganze Leben, ein einziges Happening. Nee, das Gedicht ist die Körperbewegung des Geistes. Denkbar, fühlbar, hörbar, sichtbar. Mehr dynamisch als statisch, mehr Aktion als Station. Damit ist Poesie im eigentlichen Sinne Performancekunst, also die Kunst des Stattfindens von Sprache. Mit und ohne die räumliche Anwesenheit der Dichterin, also mir. Oder es ist ein Dialog mit dem abwesenden Dichter, zum Beispiel Friedrich Hölderlin, der sich zwar gegen eine dichterische Bearbeitung, ein Fertigschreiben durch mich, nicht wehren kann, der aber auch nie recht Teil einer Bewegung sein konnte, in einem deutschen Lande, in dem die erhoffte Revolution ausblieb. Um sein Mit-sich-Sein zu verkleinern, um unser Mit-sich-Sein zu verkleinern, hier also Sandig featuring Hölderlin. Hörbar gemacht durch eine automatische Sprechsoftware. Nach Friedrich Hölderlin. Wie wenn am Feiertage das Feld zu sehen. Hinterm Haus er stand, so stehen wir überall. Aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen. Auch über diese Heide, Lichterketten, fremden Felder. In sein Gestade wieder tritt der Strom. Und ich fall auch mit einem Schlag ins Bett zurück. Und von des Himmels erfreuendem Regen rief ich noch, wenn ich schon wieder eingeschlafen bin. In stiller Sonne stehen die Bäume des Haines. Deutlich hörbar das Trocknen der Dinge in uns. So stehen sie unter günstiger Witterung. Wie wir stehen und vergessen, wie es sich verblutet. Allgegenwärtig erzieht in leichtem Umfangen die Vergesslichkeit uns zu Idioten, die wir sind. Drum, wenn zu schlafen sie scheint zu Zeiten des Jahres, schläft sie eigentlich nicht, sondern schlägt, so trauert der Dichter Angesicht auch. Heilt nur uns die Faust in den Hals, wie man Schafe schlägt bei der Schur. Denn Ahnen truet sie selbst auch, wie man ruht, wenn man vergisst, sobald es passiert ist. Jetzt aber tagt's, ich hart und sah es kommen. Jetzt aber hakt's! Denn sie selbst, die älter denn die ältesten Schafe. Älter als die Schur, das Schermesser selbst. Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht. Unsere Lichterketten quer durch die Nacht sind ihr Schnuppe. Nach festem Gesetze, wie einst aus heiligem Chaos gezeugt. Schert sie Muster in logischen Folgen, schneidet uns, zack. Die Allerschaffende, wieder, erfrägst du sie? Erträgst du sie, Schlag um Schlag, sag, leuchtende Schafe, leuchtende Schafe, Friedrich. Und jetzt schlafe ein. Dass jedes Gedicht auf anderen Gedichten aufbaut, also ein Gespräch über die Jahrhunderte hinweg zwischen Dichtenden ist. Und mehr noch, dass es eine Interaktion zwischen Dichtenden und Sehenden oder Hörenden ist, also dass es stattfindet, macht es zum einen zu einer singenden, klingenden Zeitkapsel unseres menschlichen Geistes, und zum anderen zur Manifestation, dem leuchtenden Schaf der totalen Gegenwart. In jedem Fall entsteht
das Gedicht, dieses zeitreisende Schaf, schon mal nicht im Alleinsein der Schreibenden oder der Lesenden mit sich selbst. Ihr Kollektivcharakter prädestiniert Dichtung geradezu für den Austausch mit anderen Denkformen und Künsten. Auf YouTube gibt's dieses WDR-Fernsehinterview von 1978. Da war ich noch nicht mal geboren, mit der noch ziemlich jungen Nina Hagen. Da lobt sie die Londoner Punkband The Slits. Damals waren die noch im Teenageralter, die erst seit einigen Monaten ihre, wie Nina Hagen so erzählt, ihre Instrumente lernten. Und sie lobt die für ihre Fähigkeit, die Leute von den Stühlen zu reißen. Mein ständiges Erlernen wollen neuer Disziplinen wie den Umgang mit Stimmeffektgeräten, Hörspielregie zu führen oder einen Roman zu schreiben, befreit mich auch von hierarchischen Ansprüchen an mich selbst. Vielleicht spiegelt es auch mein oder unser kollektives Anrennen gegen das eigene Unvermögen im Umgang mit der Welt wider. So ist es für mich auch mit der Musik. Meine Freunde, versteht mich nicht falsch. Wir kennen uns nicht. Ich kenne mich doch selbst nicht. Ich stehe morgens auf und weiß nicht, bin ich es? Bin ich es? Wer war dieses Kind? Unterm Rock seiner Mutter. Ich bin die Mutter, ich bin die Tochter. Ich bin der Schatten zum sich drunter verstecken. Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und Leichter. Wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Ich bin die Landschaft, ich bin die Jägerin auf freier Flur. Ich bin die Landschaft, ich bin die Jägerin auf freier Flur. Befinde mich auf dem Hochstand am Waldrand und zähle die Rehe im Feld. Freunde, seht ihr mein kurz geschnittenes Haar? Ich lasse es flattern im Winde. Seht ihr mein kurz geschnittenes Haar? Ich lasse es flattern im Winde. Ich bin ein Text, der zum Ende hin ausfranst. Ein Stück nur von einem Soldaten. Seine Brauen, die Waden oder sein Galgenhumor, den er schließlich verlor. Als er den Schießbefehl an eine klägliche Reihe zu junger Soldaten nicht erteilte, weil in der noch kläglicheren Reihe vor ihm eine Schwangere stand. Ich bin die Schwangere, ich bin die Reihe von 13 Gewehren. Ich bin die Schwangere, ich bin die Reihe von 13 Gewehren. Ich bin ein Kriegsverräterprozess. Ich bin kein artiges Kind, das darf nur heimlich lösen sein Haar und lassen es flattern im Wind. Spinnerte Wind, das himmlische Kind. Und ich drehe mich um einen Turm mit hohen Balkonen, auf dem eine Frau steht und still und heimlich ihr Haar löst. Aber nein, diese Frau bin ich nicht, bin ich doch, bin ich nicht, will ich nie wieder sein. Meine Freunde, versteht. Grigori Semenchuk, geboren 1991, ist ein ukrainischer Dichter, Musiker und Kulturaktivist. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Jurko Jistrik hat er die Band Dramtheatre gegründet, in der sich harter Sprechgesang und Dichtung aufs Schönste verbinden. Er hat aber auch ein Soloprojekt Brat
Bruder, dessen Hip-Hop-Tracks in Blogs und freien Radios in der Ukraine gerade ziemlich gefeiert werden. Und jetzt kommt ein bisschen Ego-Shooting aus der Süddeutschen, Zitat. Im Sprechgesang tragen sie über Klangflächen, Bässen, Beats ihre Verse vor. Seiner tiefen Stimme antwortet ihr heller Klang, changierend zwischen harter Deklamation und verschwimmenden Melodien. Und jetzt kommt der Part, weswegen ich das überhaupt mache. Die beiden schaffen etwas Heiteres. Sie beschwören Heimat, Achtung, um von einer anderen zu hören, um das Mit-sich-Sein zu verkleinern. Das Mit-sich-Sein zu verkleinern trifft den Nagel auf den Kopf. Props also an die Süddeutsche. Das ist der Grund, warum ich von Anfang an eng mit KollegInnen zusammengearbeitet habe. Denn natürlich darf und soll es auch das Gedicht als solitären Ausdruck geben. Und meine Gedichte sind das bis zu einem gewissen Grad auch. Ich stelle mich gerne in die langen Schatten von Eva Strittmatter und Helga Nowak. Ich stimme mit ein in ihre im Stillen gesprochenen, auferstehenden Lieder. Aber erstens habe ich keine Lust, als gefühlte x-te Dichterin über die Poesie der Leerstelle zu sprechen. Und zweitens sind wir seit März 2020 genug mit uns allein gewesen, um gerade jetzt den Wert des gemeinsamen Erlebnisses zu betonen. Und sei es nur das gemeinsame Erleben unserer Sprache, die auch bei Strittmatter und Nowak immer Kommunikation ist, immer Widerstand, also eben nicht solitär. Wenn wir das Gedicht also als ein widerständiges Stattfinden von Sprache, Denken und Fühlen zwischen Menschen begreifen und darüber nicht den kanonisierten Allgemeinplatz, ist es jetzt von Kling oder wem anders, vergessen, dass das Gedicht aus Sprache gemacht ist und nicht aus Gefühl, dann darf und muss das Gedicht auch zwischen Sprachen stattfinden. Aber dazu später mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal was in Sachen Hashtag das mit sich sein zu verkleinern und so. The tongue is a needle and I am true north. Telling lies. In der Heimat tollten Rettungshunde als Alge. Oh, ein Ei, hatte es unterm Hut getragen. Leer in den Lilien oder Lidos liegende, rinnende Gottesstatue. Holla, reit an! Im Ultragrün der Auen tosten Satelliten, Goldhelme, jeneinen die Natur. Die Tiere heulten Moos, lallten, Ex, hat uns hier einer angelogen? Leer, du trottest dahin mit ellenlangen teuren Automaten, heilst Heide, grillst die Juden und hinterher... Ausgeatmete Gili, Inselatolle. Not. Du, mandeläugige Lea, nennst es Nitrithölle. Tod, ihr Norden. Heiter Tod. Hüll die Gaumensegel in Atlantis. Kurz zur Entstehungsgeschichte. Im März 2019 gab es auf dem Literaturfest in Lancaster eine Veranstaltung, die hieß Found in Translation. Da waren Grigori und ich gemeinsam mit der Künstlerin, der Spoken-Word-Künstlerin Emma McGordon eingeladen. Diese Zeilen, the tongue is a needle and I am true north, also der geografische Norden, telling lies, ist Emma McGordons Gedicht Magnetic entnommen. Also, wenn ich die Frage von vorhin nochmal aufwerfe, was kommt denn noch ins Gedicht außer mir selbst? Da war eine Antwort, die anderen, also das mit sich sein zu verkleinern. Jetzt kommt noch eine Antwort, offensichtlich. Die Sprache, denn es ist ein Anagramm. Das bedeutet, jede Zeile besteht aus den Buchstaben der ersten Zeile und aus keinem mehr. Ergo
Daraus ergaben sich einige Funde, zum Beispiel die Gili-Inseln. Die drei zu Indonesien gehörenden Gili-Inseln liegen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. An den Stränden legen übrigens 5 Arten von Schildkröten ihre Eier ab. Kann man sich jetzt also denken, was mit der Brutsituation passiert bei einem steigenden Meeresspiegel. Auch hier mal wieder Hölderlin, die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht. Erträgst du sie Schlag um Schlag? Ein weiterer Fund, Nitrithölle. Laut Wikipedia weist ein hoher Nitritgehalt im Wasser auf eine starke Belastung des Wassers mit Stickstoffverbindungen hin. Fun Fact dabei ist, Emma McGordons Originalgedicht erzählt auch von ihrer Herkunft in Westkumbrien, einer Küstengegend. So sehr sich von Sprache zu Sprache also die Meere unterscheiden, so sehr ist es doch immer noch Wasser. Jetzt aber back to Hashtag das mit sich sein zu verkleinern. Erst gab es das Gedicht von Emma McGordon. Dann gab es wegen dieser letzten Zeilen mein Anagramm. Dann habe ich dieses Anagramm gemeinsam mit Grigori in unserer Band Landschaft vertont zu einem Poetry Song. Der ist wiederum meiner Übersetzerin Karen Leader zu Ohren gekommen, die wiederum das Anagramm übersetzt hat ins Englische und zwar in keiner anderen Form als wieder einem Anagramm. Preisfrage. Was ist jetzt der Körper des Gedichtes? Das Original, die Vorlage des Originals, die Adaptionen, der Text, das Audio, die Performance, also die verwirrende Klarheit auf halbem Weg zu euch? The tongue is a needle and I am true north, telling lies. And I am true lies. The tongue is a needle, and I am true north, telling lies. In der Heimat tollten Rettungshunde als Algen. Oh, ein Ei. Hatte es unterm Hut getragen. Leer in den Lilien oder Lidus, liegende, rinnende Gottesstatue. Holla, reit an! Im Ultragrün der Auen toasten Satelliten Goldhelme. Moos, Lalten, Eggs. Hat uns hier eine angelogen? Lea, du trottest dahin mit ellenlangen, teuren Automaten, heilst Heide, grillst die Juden und hinterher ausgeatmete Gili-Insel-Atolle. Mandeläugige Lea, nennst es Nitrithölle. Tod, ihr Norden, heiter Tod. Hüll die Gaumensegel in Atlantis. This song is a needle and I am true north. True North, telling lies.
If you look through the history of art, people are afraid of three things. They are afraid of suffering, of pain, and mortality. I am staging this kind of fears in the front of audience, sagt die Performance-Künstlerin Marina Abramovic. Art is a matter of life and death. Bruce Naumann, auch Konzeptkünstler. Wenn ich den Begriff Performance im Sinne Naumanns und Abramovics auf Dichtung übertrage, dann kann sich Dichtung, die nicht nur so tut, als fände sie im Austausch mit den Lesenden und Hörenden statt, sondern der das Stattfinden gelingt, dann kann Dichtung die politische Gegenwart, in deren Klima sie stattfindet, nicht ausschließen. Mehr noch, Dichtung als ein performativer Vorgang ist per se politisch, weil Gegenwart politisch ist und Sprache ist es mit ihr. Mich interessiert dabei nicht der pastorale Sermon einiger politischer Dichter des 20. Jahrhunderts, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass man sich manchmal gern sagen lassen will, was man zu denken hat. Aber das 20. Jahrhundert mit seinen scheiternden Ideologien hat den Fail des Einzelnen, oh, der oder die es besser weiß als sein Publikum, ja vorgeführt. Für mich ist Dichtung eine Form des gemeinsamen Nachdenkens über die Gegenwart. Aber, um nochmal mit Marina Abramovic zu sprechen, Failure is unbelievably important. I really worship failure. Because if you're not ready to fail, you can't experiment with anything new. And that means you're repeating yourself. And if you repeat yourself, you lose respect for yourself. Positive attitude is everything. And also to have a lot of time to laugh about yourself first and then about everything else. You have to have the humor in your life. In diesem Sinne kommt hier ein Beispiel für das Mit-sich-Sein zu verkleinern oder den kollektiven Charakter von Dichtung. Denn im Lockdown-Frühling 2020 bat Christian Hippe vom Literaturforum im Brechthaus in Berlin mich um einen Blogbeitrag zum Thema Social Distancing, damals noch ein total neuer Begriff. Er hatte sich das eigentlich als eine Kolumne vorgestellt, aber stattdessen schrieb ich ein Gedicht. Dieses Gedicht habe ich später für das Literaturhaus Freiburg vertont. Wir erinnern uns, Sommer 2020, alle Literaturhäuser waren sowieso zu, aber das Literaturhaus Freiburg hatte dieses Museum der Langsamkeit, eine begehbare Installation literarischer Texte. Aber ganz gleich, ob Blogbeitrag oder Teil einer Installation, es bleibt ein Gedicht und steht auch in meinem nächsten Gedichtband drin. Auch wenn seine Vertonung ein Jahr nach dem ersten Lockdown im März 2021 als Single-Release erschienen ist. Das Video dazu, eingebettet in eine eigens dafür entworfene Paper-Art-Welt von Stefanie Konrad, feiert hier für euch Premiere. Zum Lachen auf Abstand. Zuerst die schlechte Nachricht. Alles, was dir alles war, verkleinert sich auf die Größe eines Insekts am geschlossenen Fenster. Aber das tut es auch dann, wenn du diese Anleitung nicht befolgst. Jetzt müsste eigentlich die gute Nachricht kommen. Aber wissen wir denn, wer nach dieser Anleitung zum Lachen auf Abstand noch da ist? Das Insekt oder Lins Ex oder Lin oder ihre uralten lachenden Eltern? Und jetzt die gute Nachricht. Scheiße.
Preis auf alle Prachtalleen und Plätze. Wir werden einander in Forsten begegnen. Der ganze Sauerstoff wird uns richtig high machen. Und hier gehen wir ein wenig auf Abstand, Hände locker an die Seite, rechter Fuß zurück, linker Fuß zurück und immer so weiter. Es wird ein ganz neues Gefühl sein, die Natur dabei zu betrachten, wie sie dich geschmeidig überholt. In eine Rinde werden wir ritzen. Len war hier. In einer anderen Rinde werden wir lesen. Komm her, gleich, geh weg. Wir werden die Heiterkeit zwischen den Bäumen ausbuchstabieren. Und das geht so. Kurz bücken, Hände im Laub waschen, dabei zweimal Happy Birthday singen. Happy Birthday für dich, die Geschenke für mich. Den Kuchen musst du suchen, doch du findest ihn nicht. Jetzt müsste sich das Lachen eigentlich schon bemerkbar machen. Die meisten spüren ein deutliches Kratzen am Kehlkopf, und zwar genau hier. Happy Birthday, Lynn, werden wir rufen und über die Antwort im Echo der Bäume ein heftiges Lachen ausbrechen. Und das ist jetzt wieder wie High sein. Aber nicht wegen des ganzen Sauerstoffs um dich herum, sondern weil du kaum Luft kriegst vor lauter Lachen. Langsam fühlt es sich an, als würdest du versuchen, durch einen Strohhalm zu atmen. Die einen stecken das besser weg als die anderen. Aber vor allem ist es ein ansteckendes Lachen, das nach und nach auf uns alle übergreift, bis der ganze Forst in einem einzigen großen Gelächter erbebt. Am Ende wirst du am Boden liegen und noch ein bisschen weiter lachen, bis du wirklich nicht mehr kannst. Die Challenge besteht eigentlich darin, nicht aufzuhören mit dem Lachen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das geht auch im Leben. Lachend wirst du zum Umriss der lachenden Sonne heraufschauen. Dunkel und klein schwebt sie wie ein lachendes Insekt über den Kronen der Bäume. Und das ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Wind des Denkens äußert sich nicht in Erkenntnis. Er ist die Fähigkeit, Recht und Unrecht, schön und hässlich zu unterscheiden. Und diese kann in den seltenen Augenblicken, da die Einsätze gemacht sind, in der Tat Katastrophen verhindern, mindestens für das Selbst, sagt die politische Theoretikerin Hannah Arendt. Frei nach Arendt verstehe ich auch die Dichtung als ein Denken mit der Welt statt ein Denken über die Welt, immer aber als ein Denken in der Welt. Aber anders als ihr pessimistischer Doktorvater Martin Heidegger, denke ich doch, dass Denken die Welt verändern kann, sei es im Gebet, im Gedicht, in der Fatwa und nicht nur zum Schlechten. Denn Sprache schafft Wirklichkeit, Wittgenstein. Und dass demzufolge das Gedicht der Welt ihre Eigenschaften der Hörbarkeit und Sichtbarkeit wieder zurückgeben kann. Dabei steht gar nicht zur Debatte, ob es das muss oder darf oder kann, denn das Gedicht, aus Sprache gemacht, ist in der Welt und verändert sie schon, indem es stattfindet. Laut der Internationalen Organisation für Migration, IOM, sind im vergangenen Jahr 1447 Menschen beim Versuch einer Überfahrt des Mittelmeeres nach Europa gestorben. Viele der von ihnen genutzten Schlepperboote waren seeuntauglich.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in den vergangenen 7 Jahren, allein bis zum Herbst 2020, rund 20.400 Menschen beim Versuch einer Überfahrt ertrunken. Ich will euch noch ein Gedicht zeigen. Das ist ein Versuch, diese Rettungsschiffe und ihre wechselnden Besatzungen auch dann sichtbar zu machen, wenn sie nicht gerade durch ein Einfahrverbot in einen italienischen Hafen oder ein behördliches Einsatzverbot unter dem Vorwand nicht eingehaltener Sicherheitsmaßnahmen Schlagzeilen machen, sondern die Arbeit übernehmen, die laut internationalem Seerecht selbstverständlich eine Pflicht der europäischen Solidargemeinschaft sein müsste. Menschen in Not retten. Und damit sind wir bei einer Sichtbarkeit, die über Ästhetik hinausgeht. Es ist eine Sichtbarkeit der Welt im Gedicht. Okay, die ganze Wahrheit ist, ich will natürlich auf die Schiffe aufmerksam machen, wenn auch mit den bescheidenen Mitteln der Dichtung, aber die sind das, was ich eben am besten kann, glaube ich. Ich habe dieses Gedicht im August 2019 für Deutschlandradio Kultur geschrieben. Open Arms ist es benannt, nach dem Sea-Watch-Schiff unter Kapitänin Carola Rakete. Die hatte, wir erinnern uns, im selben Jahr ohne Genehmigung ihr Schiff im Hafen von Lampedusa eingefahren. Im Herbst desselben Jahres habe ich das Gedicht mit der Hilfe meines Verlages Schöffling & Co. in Frankfurt als Plakat in verschiedene europäische Städte geschickt, wo es jetzt in Wohnzimmern und Straßen hängt. Sichtbarkeit und Hörbarkeit sind hier Wahrnehmungsverstärker für das, was richtig oder falsch, schön oder hässlich ist. Das Gedicht selbst steht mit den ausgebreiteten Armen der Ratlosigkeit und Empörung, wie nur die menschliche Art, Idioten, die wir sind, über ihr eigenes Werk empört sein kann, da. Und das, liebe Freunde und Freundinnen der Dichtung, ist die ganze Wahrheit. Liebe Ulrike Almuth-Sandig, wenn dies eine Laudatio, eine Lobrede geworden wäre, wie das eigentlich vorgesehen war, dann hätte Ihr Titel möglicherweise ungefähr so gelautet: Die Stimmigkeit des Gedichts ist seine Zweistimmigkeit, Klammer auf, mindestens, Klammer zu. Was es damit auf sich hat, will ich im Verlaufe des Gesprächs vielleicht noch ein bisschen erläutern, aber möchte erstmal einsteigen kurz ins Werk. Ihr Werk besteht aus, vor allen Dingen aus Lyrik und Prosa. 2005 entstand der Gedichtband Zunder, 2009 Sträumen, 2011 Dickicht und 2016 ein Band, der wahrscheinlich ins Guinness Buch der Rekorde für den längsten Titel eines Gedichtbandes kommen kann. Ich bin ein Feld voller Raps, verstecke die Rehe und leuchte wie 13 Ölgemälde übereinander gelegt. Dazwischen entstanden aber auch Geschichten, der Band Flamingos und 2010 und 2015 das Buch gegen das Verschwinden und zuletzt
der Roman Monster wie wir, wie ich finde, auch ein sehr poetisches Buch, das einerseits von Gewalt und Missbrauch und Aggression, andererseits von Freundschaft und Empathie handelt. Ich möchte einsteigen mit einer Frage in unser Gespräch, das gewissermaßen nach der Eindeutigkeit des Gedichts fragt. Mir ist aufgefallen, alle Ihre Bücher haben einen Auftakt, eine Art Vorspiel, ein Präludium oder auch einen Vorsatz, manchmal nicht länger als eine halbe Seite. In Zunder ist dieser Vorsatz programmatischer oder poetologischer Art, denn Sie haben diese Gedichte noch einmal überarbeitet und viele Texte noch einmal umgeschrieben. Ihr Vorbehalt gegen die erste Fassung lautete, Zitat, zu ungenau und zu hermetisch. Stattdessen sollten nun, Zitat, Gedichte sichtbar werden, die im Klang, in der Form und im Inhalt, aber die drei sind ja eins, so eindeutig sind, wie ich das auch von den danach entstandenen Gedichten verlange. Eindeutigkeit, das ist nun eine merkwürdige Forderung an ein Gedicht. Doch hier, so scheint mir, ist wohl keine Eindeutigkeit des Sinns gemeint. Hier geht es wohl um eine andere Form der Eindeutigkeit, nicht wahr? Auf jeden Fall eine andere Eindeutigkeit. Es ist natürlich so, dass wenn man ein Gedicht auflösen könnte in irgendwie so eine Inhaltszusammenfassung, dass in dem Gedicht geht es da und da und darum, dann hat sich das Gedicht in dem Moment vaporisiert. Ich brauche das Gedicht in dem Moment nicht mehr und könnte stattdessen ein Sachbuch schreiben. Ja? Und das heißt, ein eindeutiger Inhalt kann also nicht der Kern des Gedichts sein, sonst, ne? Aber ganz klar ist, dass es Formen gibt. Also als ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben oder überhaupt literarisch zu arbeiten, da habe ich manchmal so Formulierungen verwendet, die so ein bisschen Makulatur waren. Das war so Make-up auf ein poröses, olles Gesicht, das ich nicht durchdacht hatte sozusagen. Und darauf hat mich mein Lehrer Michael Lenz drauf aufmerksam gemacht, auch ein, wie ich finde, ganz großartiger Performance-Dichter. Und er hat gesagt, Frau Sandig, fangen Sie nochmal von vorne an. Und das hat er mir gesagt, bevor die Erstausgabe erschienen ist. Und das hat, das war sehr hart und treffend gleichzeitig. Und heute merke ich natürlich, dass die Eindeutigkeit, die ich damals gemeint habe, damals nicht und heute immer noch nicht, eben eine Eindeutigkeit im journalistischen Sinne ist, aber auch nicht eine Eindeutigkeit im Sinne von wie Eva Strittmatter beispielsweise zu schreiben oder auch eine Eindeutigkeit wie Erich Fried, was wieder eine ganz andere Form von Umgang mit Inhalt ist, sondern ich meine Dinge auszudrücken in dieser Denkform, die das Gedicht ist, denn das Gedicht ist in erster Linie für mich eine Denkform mit den Mitteln der Sprache, die nur so im Gedicht ausgedrückt werden können und nur im Gedicht und in keiner anderen Form. Ich würde da anschließen mit einer Frage, und zwar von einem Lyriker, der nun nicht zu den Lieblingsdichtern von Thomas Kling gehört, aber der hier, glaube ich, passt, Wilhelm Lehmann. Und von Wilhelm Lehmann ist mir eine Passage untergekommen, da schreibt er Folgendes. In einem Kunstwerk, zumal in einem Gedicht, gibt es gar kein Wesentliches und Unwesentliches. Es hat ein Grundaperçu. Dass etwas nicht Gedanke blieb, sondern Gedicht wurde, das ist Grundgedanken des Grundgedankens Grundgedanke. Da auch im rein lyrischen Gebilde, muss er darin auch zu einem Klangkörper umgeschmolzen sein, ein epischer Kern steckt, braucht man nicht zu fürchten, es zu zerstören, wenn man es sozusagen erzählt. Gelungene Gedichte sind ebenso widerstandsfähige wie zarte Gebilde. Das finde ich sehr schön, aber vor allen Dingen, weil es auch auf etwas abzielt, also ein Gedicht als Klangkörper, aber eben auch als ein epischer Kern, das einen epischen Kern enthält. Und ich finde, das trifft auf viele ihrer
Gedichte zu, dass häufig auch ein epischer Kern darin steckt. Das Komische an Wilhelm Lehmann ist, dass der so widersprüchlich war, finden Sie nicht? Also auch wenn er über Gedichte gesprochen hat, hat er auch immer sehr verquast gesprochen. Auch dieses Zitat ist für mich zugegebenermaßen entweder kaum zu verstehen oder voller Widersprüche. Muss ich nochmal drüber nachdenken, ob da jetzt nicht auch ein paar Widersprüche dabei waren. Aber ja, auf jeden Fall. Ich weiß, warum Sie das sagen. Also das Gedicht als Klangkörper ist auf jeden Fall für mich ein ganz naher Begriff, den ich selber auch oft verwende. In meinem nächsten Gedichtband gibt es ein Ein-Wort-Gedicht. Der nächste Gedichtband erscheint im Frühjahr 2022. Da gibt es ein Einwortgedicht, das aus nichts anderem als aus dem Wort Klangkörper in Lautschrift besteht, was schon einiges aussagt über mein Verhältnis zu diesem Wort. Und auch deswegen, weil Klangkörper natürlich eigentlich ursprünglich ein musikalischer Begriff aus der Orchestermusik ist, also der Klangkörper als beispielsweise eben das Sinfonieorchester. Und ich der Überzeugung bin, dass das Gedicht in dem Sinne nicht das ist, was ich auf dem Papier habe und auch nicht unbedingt das, was ich mir denke, sondern dass das Gedicht eher ein Vorgang ist auf halbem Wege zu meinem Rezipienten. Das heißt, ich brauche mein Publikum, meine Lesenden, meine Hörenden, damit das Gedicht überhaupt entsteht. Und da ist das Gedicht sehr nah natürlich für mich am Performance-Gedanken und ganz weit von Wilhelm Lehmann entfernt, will ich behaupten. Ja. Mhm. Wenn ich da anschließen darf, das Gedicht und die Performance bei Thomas Kling, war es ja so, dass er auch gerne aufgetreten ist, auch mit, insbesondere mit dem Musiker Frank Kölges aufgetreten ist, dem Schlagzeuger. Und er schrieb mal in seinem Essay Itinerar: Ich bezeichnete das, was ich als Lesung verstand, früh als Sprachinstallation. Der Performer als Sprachinstallateur ist Konzeptkünstler. Bei Kling gibt es auch die Nähe zur bildenden Kunst, zum Visuellen, bei Ihnen auch. Und Sie umgekehrt haben sehr viel mit Komponistinnen und Musikern zusammengearbeitet, zuletzt jetzt eben mit dem ukrainischen Musiker und Dichter Grigori Semenchuk. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Semenchuk. Ein Duo gebildet, das den einprägsamen Namen Landschaft trägt. Und hier ist mir einiges aufgefallen, dass auch auf der CD beispielsweise eine Zweistimmigkeit vorherrscht auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel ganz musikalisch, klanglich in Zero oder Zero Ukraine. Da gibt es Anklänge an Folklore, nordeuropäische Frauenchöre, an die Form des Kanons, den Sie selber dann zweistimmig vortragen, aber eben auch, dass die Zweistimmigkeit gewissermaßen zwischen Ihrer Stimme einerseits und der elektronischen Musik. Es gibt es aber auch genremäßig, wenn man so will, also eine Mischung der Genres zwischen, in Anführungszeichen, Beatbox, wie ein Text heißt, und Schlaflied. In einem Gedicht für den Komponisten Edgar Varese heißt es bei Ihnen dann: Das vollkommene Gedicht wird nur gesungen und gesprochen, gespielt und gehört und wieder von vorn abgespielt. Ja, mir ist das gehörte, / gesprochene Gedicht besonders nah. Natürlich ist die Dichtung generell wahrscheinlich die Kunstform, vielleicht neben der Performance, die die meisten Schnittstellen zu anderen Denkformen aufweist, zur Philosophie, zur Theologie. Also ich meine damit nicht nur Künste, sondern eben auch Wissenschaften. Aber mir tatsächlich ist die traditionelle Form des gesungenen und gesprochenen Gedichts
besonders nah, vielleicht weil ich so ein Ohrenmensch bin und einfach so ticke, vielleicht auch, weil ich diese bildungsbürgerliche Herkunft aus einem Pfarrhaus habe und mir das vertraut ist, sozusagen Dichtung gesungen und gesprochen zu hören. Vielleicht aber auch, weil es in der Geschichte der Dichtung der stärkste Strang ist, das gehörte Gedicht. Und wenn wir so wollen, ist das gelesene Gedicht, also gemessen am Alter der Dichtungsgeschichte, ist das gelesene Gedicht eine ganz, ganz junge Entwicklung, die auch, wie ich finde, eine gewisse Zweidimensionalität auch noch hat, weil sie eben gemessen auch an der menschlichen Geschichte doch sehr jung ist, also zumindest was die europäische Kulturgeschichte betrifft, in der wir uns natürlich hauptsächlich bewegen, wenn wir sowas lesen, ob wir wollen oder nicht. Ja. Ich schließe da mal an, und es gibt ja noch auch eine Reihe von Dinge, die sozusagen wieder vorkommen und die auch mit dieser mündlichen Tradition zu tun haben. Also ganz starke Märchenorientierung, sehr, sehr viele Elemente aus den Volksmärchen gerade. Das kann über die Sprache gehen, also viele Gedichte, in denen Zaubersprüche gewissermaßen angedeutet werden, der Zauberspruch oder das Kinderlied, der Abzählvers. Plumpsack, der umgeht. Solche Lachen beispielsweise. Aber es gibt eben auch, zumindest im letzten Gedichtband, dem Rapsband, wie ich ihn kurz nenne, weil ich den ganzen Titel jetzt nicht nochmal vorlesen möchte, da gibt es auch viele Paarungen, Paare aus den Märchen, Brüderchen und Schwesterchen, Goldmarie und Pechmarie, Schneeweißchen und Rosenrot. Die ungleichen Geschwister, und zugleich ist damit ja auch immer so eine Kinderperspektive eingezogen, scheint mir. Ja, also dass die Kinderperspektive, die ist doch sehr wichtig, auch im Roman finde ich das ganz wunderbar, die Monster wie wir. Also ja, ich bin da jetzt gerade vorhin gar nicht drauf eingegangen, was Sie auf den Gedanken dieses Mehrperspektivischen in den Paaren, aber da haben Sie natürlich vollkommen recht, das habe ich eigentlich, glaube ich, von Anfang an so gemacht, und das ist ein dieses Denken der Dinge von ihrem genauen Gegenteil aus oder das Behaupten von Gegensätzen und nicht in der Mitte die Wirklichkeit oder das finden, was ich sagen möchte, sondern genau im Aussprechen dieser Gegensätze oder das Gegenüberstellen oder das Bejahen und Verneinen. Das ist etwas, das kann man zum Beispiel in politischen Diskussionen nur schwer machen, weil eben da eine andere Form von Eindeutigkeit verlangt wird. Aber es würde auch politischen Diskussionen oft gut tun, wenn wir uns genau das, was wir eigentlich denken und wofür wir kämpfen, genau von der Gegenseite mal angucken. Und zwar nicht einen Kompromiss versuchen zu finden, sondern genau die Gegenseite und versuchen, die Gegenseite zu verstehen wirklich. Nicht im Sinne von, wir haben uns alle lieb, sondern wirklich im Sinne von, wie sieht der Gedanke von seiner Unterseite aus? Oder wie sieht der Film von der Rückseite der Leinwand aus? Und ich glaube, dass das eine Art zu denken ist, die mir nicht nur nahe liegt, sondern die mich quasi, wenn man im Buchformat denkt, auf die mich oft auch das Buchformat bringt, dieses, was ich gerade als junges Format bezeichnet habe, das Buchformat immer mit seiner Buchmitte und diese Buchmitte, in der quasi das Entscheidende stattfindet, nämlich der Vorgang des Umblätterns. So, das heißt, und darum ist es mir tatsächlich oft wichtig, in Gedichtbänden Paare gegenüber stehen zu haben oder auch in einem Gedicht selbst mehrere Perspektivwechsel zu haben oder auch natürlich im Erzählen von Geschichten, im Prosa erzählen, die Perspektive zu wechseln auf eine Art, die gar nichts wirklich mit meiner Person zu tun hat. Ja. Ich schließe auch da direkt mal an, weil mir ist aufgefallen im
Raps-Gedichtband, also dem bislang letzten Gedichtband, aber es kommt jetzt ein neuer, demnächst. Ja. Ja. Da gibt es eben ein solches Paar und da scheint mir auch, das ist auch Ihr ganzes Werk politischer geworden, vielleicht sogar zunehmend in den letzten Jahren. Da gibt es ein Gedicht, Anno Domini 2016, über Idomeni, über die Auflösung, ja, über das Flüchtlingscamp in Griechenland auf der einen Seite und dem gegenüber steht auf der anderen Buchseite ein Gedicht über die Zukunft, könnte man sagen, Nachrichten von der Zukunft der deutschen Sprache, könnte man das nennen. Also wie werden wir in Deutschland künftig sprechen? Werden wir eben eine Art Pidgin sprechen, das auch geprägt ist von syrischen und Einflüssen und vielleicht von Dari und Farsi und anderem? Und das fand ich sehr spannend. Ja, wie das eben so ist mit politischen Gedichten in deutscher Sprache, dieses Gedicht auf der linken Seite, das 13 Fragen über Idomeni, ist mir um die Ohren gehauen worden, hin und wieder. Es gibt tatsächlich in Deutschland seit den 70er Jahren oder sagen wir mal seit dem Ende dieser Ära der politischen Dichter, die immer alles besser wussten, gegen die sich auch Thomas Kling ja harsch gewendet hat, gibt es eine große Vorsicht oder eine große Unsicherheit im Umgang mit Politik in der Dichtung, was global gesehen ein ziemlicher Einzelfall ist. Also Deutschland mit seiner Vorsicht politischer Dichtung, denn in anderen Kulturen, in denen ich mich bewege, ist es gar nicht möglich, ein Gedicht nicht politisch zu denken, weil alles, was in Sprache sich äußert und keinen direkten Zweck der Vermarktung oder sowas verfolgt, per se politisch ist. Aber ja, natürlich sind in diesen Gedichten, stecken natürlich auch Haltungen von mir drin. Und was das Gedicht betrifft, das Gedicht Nachrichten von der deutschen Sprache, das Science-Fiction-Gedicht, so wie es mir vorkam, als ich es geschrieben habe, und das Jahr 2026, in dem das Gedicht stattfindet, ist aber gar nicht mehr so lange hin. Also das, wir holen langsam mein eigenes Gedicht ein. Und ich bin überzeugt, dass es der deutschen Sprache immer schon über alle Jahrhunderte gut getan hat, die Sprache der Einwanderer, die Sprache der Zugezogenen, der Migranten, der Wandervölker, sich einzuverleiben und daraus was zu machen, genauso wie es auch der Wirtschaft immer gut getan hat, damit was zu machen. Also Sprachentwicklung kommt nicht von den oberen Bevölkerungsschichten, sondern immer von den unteren. Und als ich das geschrieben habe, war das noch ganz quasi, ich hatte einige linguistische Sachen gelesen und habe das darauf bezogen. Und dann habe ich jetzt vor kurzem mich viel mit Trap-Musik beschäftigt und habe festgestellt, also Trap ist eine Unterform vom Hip-Hop und ist nicht meine Musik, aber hat mich interessiert, wie genau die ihre Texte bauen, weil sie die Trap-Musiker eine spezielle Art haben, mit Rhythmus umzugehen. Und dann habe ich festgestellt, ich verstehe diese Texte gar nicht und habe dann nachgefragt, was genau die Formulierung bedeutet oder was das überhaupt gerade für ein Wort war. Und dann wurden mir Texte vorgelegt oder so ad hoc übersetzt, die eine ganz schnell aneinander geschnittene Mischung aus Arabisch, Türkisch, Russisch, Englisch und Deutsch waren und Italienisch. Also, und das sind Trap-Musiker, die jetzt im Moment gerade in Berlin veröffentlichen und die natürlich mit genau diesen Leuten auf dem Gymnasium oder oft in der Schule gewesen sind und nur deswegen so sprechen, weil ihre Freunde sie so am besten verstehen. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, wie von unten herauf Sprache entwickelt werden kann. Und Sprachentwicklung passiert eben auf jeden Fall nicht in den Universitäten. Da müssen wir uns darüber im Klaren sein. Wahrscheinlich nicht. Nein, ich
meine mich zu erinnern, dass in einem der Gedichte, ich glaube, es war Nachtlied, auch Germanisten vorkommen. Sie kamen nicht so besonders gut weg. Muss ich direkt weil sie das Gedichtlein am Ende erschlagen in diesem Band. Ja. So, ja, oh ja. Ich würde aber noch mal anschließen wollen, gerade bei dem, was Sie sagten, weil das finde ich natürlich sehr spannend. Das heißt, in gewisser Weise auch, dass die Entwicklung der Musik sozusagen sehr, was ja früher anders der Fall war, wenn Sie an Edgar Varèse oder an anderes denken, auch an den Jazz, ich möchte vielleicht gleich noch ein Beispiel dazu sagen, aber das jetzt sehr viel zurückwirkt auf die Literatursprache, was aus der Musik kommt, gerade was die Lyrik angeht. Meinen Sie in meinem Fall oder generell? Erstmal in Ihrem Fall, ja. Also das heißt, erstmal starke Einflüsse Fall. Ja, also und da bin ich ja auch nicht die Einzige. Ne? Jetzt gerade ist Lawrence Ferlinghetti mit 101 oder 102 Jahren gestorben, der eine wichtige Bezugsfigur für die Beatniks aus den Staaten, die auch stark von der Musik beeinflusst waren bis zum Schluss. Und ich habe seinen letzten Roman, er ist hier leider in Deutschland als Autobiografie so bezeichnet worden, ist aber gar nicht so. Es ist eigentlich ein autobiografisch beeinflusster Roman gelesen. Und der hat ganz klar musikalische Formen der Wiederholung. Ferlinghetti kommt immer wieder in einem bestimmten, wie ein Refrain bei einer bestimmten Szene seines Lebens raus, die aber er jedes Mal leicht variiert. Er erzählt nie dieselbe Szene, erzählt er nie auf genau die gleiche Art und Weise, sondern immer leicht variiert. Und dann kommt, wenn man so will, eine Bridge, würde man wahrscheinlich vielleicht im Jazz sagen. Und dann kommt er wieder zu seinem nächsten Thema, um dann wieder im Refrain rauszukommen. Also das sind natürlich ganz nahe Verwandtschaften, wobei sicherlich es umgedreht immer ganz genau derselbe Fall ist. Und vielleicht hat es tatsächlich was mit der Körperlosigkeit oder der Rolle des Körpers in beiden Kunstformen zu tun, sowohl in der Musik als auch in der Dichtung. Es ist zum einen sind es Kunstformen, die ohne den Körper nicht zu denken sind, aber gleichzeitig ist das Wesen sozusagen dieser Kunstform sehr vergänglich, eben nicht auf dem Papier und nicht in der Notation, sondern tatsächlich im gesprochenen, musizierten, gesungenen. Da ist natürlich die Musik, wie ich finde, sehr nah dran, sowieso an der Dichtung. Mehr noch wahrscheinlich als an der Prosa. Ja, Ferlinghetti hat ja damals auch Howl von Allen Ginsberg rausgebracht in seinen City Light Books. Und da merkt man ja auch, dass das sehr lebt, auch von der Phrasierung etwa von Jazzmusikern beispielsweise. Ne? Das in diesem fast improvisierten klingt das ja wie so ein langes Solo von Albert Ayler oder John Coltrane beispielsweise. Absolut. Da würde ich aber noch mal einen kleinen Umweg wagen wollen über eine Ihrer Geschichten, meine Lieblingsgeschichte im Band Flamingos. Eine rätselhafte Geschichte, die heißt Hush Little Baby. Ich nehme an, das bezieht sich auf Summertime von Billie Holiday gesungen. Ja. Und der Protagonist der Geschichte, Kai Arno, wie er heißt, hat von Geburt an sozusagen eine Doppelexistenz. Er hat ein blaues und ein braunes Auge, er schreibt links wie rechtshändig. Und er hat noch andere verborgene Fähigkeiten, denn er kann zweistimmig singen. Er kann Louis Armstrong singen und darüber die Stimme der Gitarrentöne von Django Reinhardt legen. Und das finde ich einfach ganz wunderbar. Es hat nur leider die Folge, das macht ihn auch zum Außenseiter, diese Doppelbegabung. Und das wird er erst los und da steckt, glaube ich, eine Kain- und Abel-Geschichte drin, in dem es zu einer Entzweiung kommt, in dem es zu einer gewaltsamen Entzweiung kommt. Ich will das gar nicht verraten, das Ende, sondern will eigentlich auf etwas anderes hinaus, was eben auch schon mit dem Politischen wir angesprochen haben, nämlich Entzweiung auf der einen Seite und eigentlich das Thema, finde ich, immer schlagender, auch in Ihren, wenn es politisch wird, ist aber
Etwas ganz Allgemeines, nämlich das Gegenteil von Entzweiung als Brüderlichkeit oder ich nenne es mal Geschwisterlichkeit, könnte man fast sagen. Das ist auch im Roman ganz deutlich. Ja? Also diese Empathie füreinander. Im Grunde der dritte Begriff der Französischen Revolution, nicht nur Freiheit und Gleichheit, sondern die Brüderlichkeit voranzubringen. Wäre das in Ihrem Sinne, dass das natürlich auch ein wesentlicher, wenn es einen Unterstrom, politischen Unterstrom Ihrer Texte geht, dann ist es so etwas? Jetzt haben Sie sehr viele Punkte in einem angesprochen. Also zum einen haben Sie vollkommen recht und ich freue mich, dass Sie das über mehrere Bücher so da immer diese Elemente rausziehen, dass das paarweise natürlich auch seinen Niederschlag hat in der Geschwisterlichkeit oder in der Zweigeteilte in Kai Arnos Figur selbst. In der Hörspielversion ist es so, dass er singt und sich gleichzeitig per Beatbox begleitet. Ich würde, wahrscheinlich, wenn es um menschliches Miteinander geht, arbeiten wir natürlich in sowohl in Geisteswissenschaften als auch in Künsten erstmal mit Mustern. Das Grundmuster hat natürlich immer zwei Elemente. Das Grundmuster allen Erzählens ist immer ich und du. Und das bedeutet, das findet sich wahrscheinlich in ganz vielen literarischen Werken, nicht nur von meiner Person, einfach weil es das Grundmuster der Literatur an sich ist, würde ich fast sagen. Also ich würde das gar nicht für mich als exklusiv proklamieren wollen, sondern das liegt einfach in der Sprache selbst und in der Tatsache, dass wir zwei Augen, zwei Hände und zwei Beine haben und natürlich auch so als Menschen, die so aufgebaut sind, als Lebewesen so, in dieser Art von Dimensionen auch nur in der Lage sind zu denken. Wichtig ist, also, und da gibt es zwei Grundmuster. Auf der einen Seite könnte man vielleicht das zusammenfassen als den Kain- und Abel-Konflikt. Ich und du, ich Kain, du Abel oder umgedreht. Also ganz viele auch politische oder Konfliktmuster sozusagen. Und auf der anderen Seite das große Liebesmuster von ich und du, das Romeo und Julia Muster, ich und du gegen alle Widerstände. Und natürlich, das ist der Kern der Literatur und vielleicht von mir, die so quasi das Buch immer als was Seltsames erstmal, also dass die als ich, die das Buch quasi nicht als selbstverständlich zugehörig zur Literatur begreift, sondern als eine Dimension, in der Literatur auftreten kann, habe das natürlich deutlich vor Augen, ne, durch die Buchseiten und so, wenn ich arbeite, so. Genau, aber ich kann und will das gar nicht für mich proklamieren. Das sind einfach absolute Grundmuster des Erzählens an sich. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Landschaft, so heißt Ihr Duo. Warum Landschaft? Warum Landschaft? Landschaft ist, also das Ukrainische hat viele Lehnwörter aus dem Deutschen unter anderem und aus dem Polnischen und aus dem Französischen, aber eben aus dem Deutschen auch. Viele dieser Lehnwörter kommen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber viele sind eben auch älter, so zum Beispiel Landschaft. Und das andere Wort für Landschaft im Ukrainischen ist auch ein Fremdwort. Es gibt sozusagen zwei Wörter. Das eine wäre Landschaft und das andere ist Paysage. Und also das französische Lehnwort. Und ich hatte 2015 in Kiew Tonaufnahmen
unsere ersten waren es, glaube ich, unsere ersten Studioaufnahmen mit Grigori Simenchuk in einem Studio. Und da habe ich zum ersten Mal ganz genau gehört, wie er ein Gedicht von mir auf Ukrainisch gesprochen hat. Und das ist ein Gedicht aus Sträumen, also schon sehr alt. Und da kommt das Wort Landschaft vor und dann habe ich gemerkt, ah, der sagt ja immer Landschaft. Und dann war irgendwie klar, natürlich sind Grigori und ich an einer Nähe stärker als an der Unterscheidung der Kulturen interessiert. Und das ist in der ukrainischen Kultur extrem spannend, weil es historisch gesehen so sehr viele Konfliktsituationen gab. Also die Ukraine selbst ist ja einfach seit 100 Jahren schon mal gar nicht zur Ruhe gekommen. Und das spürt man der Sprache sehr an und das spürt man auch dem Verhältnis der Deutschen zur Ukraine an. Und was wir natürlich versuchen, ist auch da eine Zweidimensionalität zu schaffen, ne? Dass wir halt nicht sagen, es gibt das Originalgedicht und das ist immer das Original oder es gibt den Dichter und der andere ist der Übersetzer, sondern dass wir sagen, wir arbeiten auf Augenhöhe, die Kulturen, die Sprachen, das Original und die Nachdichtung, das Gedicht und die Vertonung arbeiten auf Augenhöhe in gleicher Ebene miteinander. Und das zeigt dieser Begriff Landschaft für uns sehr deutlich, ja. Ich habe übrigens das Wort Sträumen auch ein bisschen so gelesen, nämlich als eine Mischung aus zwei Wörtern. Einmal ist es ja ein Ort in der Gegend ihrer Kindheit und ja. Die Landschaft spielt, denke ich, eine Rolle, unter anderem auch ein Truppenübungsplatz und der Russenwald. Und dann klang für mich an die Mischung aus Streunen, des sozusagen Wanderns durch die Gegend und des Träumens natürlich, wie so eine Art Kofferwort, die drinsteckt. Das Träumen ist gewissermaßen das Reisen des Sesshaften und die andere Seite ist das Streunen. Würden Sie sich dagegen sträuben? Nee, das ist ganz genau so tatsächlich, wie ich das gemeint habe. Und die tatsächlichen Sträumener, also die EinwohnerInnen des Ortes Sträumen, haben aber tatsächlich da gab es lange ein Missverständnis, da wurde viel in der Heimat gegen mich geschimpft, die dachten irgendwie, ich hätte ein Buch über ihr Dörfchen geschrieben, obwohl ich da doch nie gelebt habe, sondern drei Dörfer weiter. Also wie kann ich denn, ja? Und dann muss ich heute, so viele Jahre später, wenn ich in meiner Heimat bin, immer wieder über dieses Buch leider sprechen und sagen, nein, es ist ein Neologismus, eine Mischform aus verschiedenen Verben der geistigen und körperlichen Bewegung. Ja, mir ist jetzt nach so vielen Jahren das Träumen im Gedicht, muss ich zugeben, immer unwichtiger geworden. Ganz einfach, weil ich keine Zeit habe, mich dem reinen Leisure dem romantischen sozusagen, also dem romantischen, nein, das stimmt nicht, das ist unkorrekt ausgedrückt. Also ich habe sozusagen keine Zeit, mich mit Weltferne zu beschäftigen, weil einfach die Zeiten nicht danach sind, ganz ehrlich. So, dadurch ist dieses träumende Element mir inzwischen nicht mehr so wichtig, aber damals war das tatsächlich so, dass das Fortbewegen von der Heimat weg auch einen träumenden Charakter hatte. Ja. Dankeschön, Ulrike Almuth-Sandig. Herzlich willkommen auf der Thomas Kling Poetik-Dozentur in Bonn. Ja, ich freue mich sehr. Dankeschön, Herr Thomas Fechners-Maaßen. Vielen Dank.